like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Jawohl, ihr wisst Bescheid, am Donnerstag gibt es den nächsten Livestream. Ich bin ja derzeit gerade in London und ja, da seid auf jeden Fall gespannt darauf. Wir werden natürlich nochmal ordentlich dann was öffnen können, aber dafür gibt es jetzt eben in den Videos ein paar schöne Packs, ein paar schöne Eskalationen, dies, das, bisschen was abholen, schöne Dinge machen, klare Sache, Leute. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, ihr euch auch. Und ja, warum nicht, Leute? Wir gehen erstmal rein. Ich habe auf jeden Fall heute ein paar ordentliche Packs am Start, ein bisschen was abzuholen. Sehr, sehr geil. Da gibt es ordentliche Packs. Wir können auch, wir können uns Spieler abholen. Alles Mögliche, Leute. Ich denke mal, da gehen wir jetzt hier ordentlich rein. Ich denke mal, kann ich noch was anderes öffnen? Ich überlege gerade. Ich glaube, den Rest habe ich alles schon geöffnet. Perfekt. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal in die Champions League rein. Genau. Da habe ich im Hauptkapitel jetzt noch... Wie viele Punkte? 415. Die werden wir jetzt alle rausballern. 415 Punkte sind ein paar Punkte. Let's go. Ich bin gespannt. Immer in 5er Schritten werden wir das Ganze jetzt öffnen. Let's go. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und zieht sogar ein Walkout. Ein Walkout wäre geil. Also, let's go, gönn. Packluck 5 ist auch am Start, aber leider kein Packluck. Schade. 300 Gruppenpunkte. Die Gruppenpunkte sind gut, aber die Spieler nicht so gut. Komm schon. Komm schon, mach mal 3 auf einmal, let's go. Das hier muss jetzt mal was kommen hier. Da muss EA doch mal was gönnen. Diese Packs sind, ich weiß es nicht. Aber sind, ja, Skillies. Noch ein Spieler, kein Spieler, lol. Aus 3 Packs nur Skillies gezogen, meine Güte. So, hier nochmal, können wir hier nochmal 3 öffnen. Let's go. Aber ich meine, das mit den Spielern ist eigentlich immer, finde ich, ein bisschen geiler. Da habe ich nämlich gleich noch welche zum Trainieren. Ach, und wieder nichts. Wie viele Gruppenpunkte habe ich? 5400. Ah, schade. Ich glaube, das wird nichts hier. Mit einem weiteren... Ja, schade. Es wird leider nur ein 84-Plus-Pack. Egal. Nimmt man mit. Nimmt man mit und nochmal... Komm! Ach, und wieder nichts. Schade. Und Gruppenpunkte nimmt man auch mit. Egal, Leute. Egal. Ist okay. So, hier die Million. Dauert noch ein bisschen. Okay. Sonst... Jetzt erstmal nur 25 Punkte. Let's go, Leute. Let's go, Alter. Da sehe ich mich doch. Okay, Achtelfinale, Leute. Achtelfinale haben wir jetzt einen garantierten Spieler. Sehr, sehr geil. Und den werden wir uns natürlich abholen. Let's go. Ich bin gespannt. Wen werden wir ziehen? Wir gehen rein. Ich bin gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen. Komm schon, gönn. Ah, ungarantiert. Okay. In den ungarantierten wäre natürlich auch geil, nochmal was zu ziehen. Da würde ich mich natürlich auch sehen. Komm schon, komm schon, komm schon, Walkout, Walkout, Walkout. Ich habe noch nie etwas, ich habe noch nie einen Spieler in einem nicht garantierten Pack hier gezogen. Dafür haben wir jetzt das Garantierte. Ey, komm, ich würde mich so sehen bei einem 90-Plus-Spieler. Aber es wird so safe ein 89er. Leute, ich calle Vlachodimos. Ich calle Vlachodimos. So ein Ding ist das hier. Ich sag's, es wird so safe ein Vlachodimos. Egal. Egal, ich gehe rein. Oh, bitte, bitte einfach jetzt 90 plus, aber es wird so safe in Vlachodimos. Ich sag's euch so, wie es ist. Komm, gönn. Gönn, gönn was Gutes. Bitte kein Vlachodimos, aber es ist ein Vlachodimos. Es ist kein Vlachodimos. Rashford. Nee, nicht Rashford. Liverpool ist gut. Das ist sehr gut. Oh, Henderson. Okay. Ja, gut, Henderson. 1,7 Millionen. Ja. Ist machbar. Nimmt mal mit. 1,7. Ist gut. Ist gut, nehme ich mit. Sehr schön. Sehr schön, sogar mal Glück gehabt hier. Sogar mal gutes Glück gehabt hier. Nehme ich mit. 90er Henderson ist okay. Sehr geil. Kann ich den jetzt eigentlich verkaufen direkt? Wahrscheinlich, oder? Oder muss ich da warten? Ah, ich denke schon, jetzt direkt verkaufen. Henderson, wo haben wir ihn? Wo ist der Henderson? Hä, bin ich lost? Hier ist Henderson. 1,7. Wie viel wollen ihn, wie viel wollen ihn nicht haben? 1,7, ich hau ihn für 1,79 rauf, komm. Vielleicht geht der sogar raus, wäre ja geil. Da habe ich wieder mal ein paar Münzen am Start, nachdem ich mir meinen Oblak geholt habe. Genau, so. Top-Transfer-Punkte, achso stimmt, ich kann auch ein Top-Transfer-Pack öffnen. Top-Transfer-Pack, let's go. 100 Punkte safe. Ja, hoffentlich kein 85er. Aber ich glaube, nachdem sie mir jetzt 90er gegönnt haben, die EA Sports Kameraden hier, wird es wahrscheinlich jetzt hier ein 85er, oder? Egal, komm, wir gehen rein. Gönn. Gönn, EA.
gönn. Walkout, komm, jetzt bitte was Gutes. Bitte was Gutes, gönn, 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 gönn. Es ist nichts Gutes. Es ist nichts Gutes. Es ist ein 85er. Ein 86er. Okay, aber trotzdem nicht geil. Nicht geil, nicht geil, nicht geil. Kann ich jetzt, genau, die kann ich jetzt hier alle machen, perfekt. Können wir jetzt hier eigentlich einfach den Spieler reinhauen? Ist sowieso nichts wert. Freischalten, zack, und jetzt habe ich wie viel von diesen Vertragspunkten? 60, okay. Von den Transferfenstern sind, glaube ich, jetzt zwei da, oder? Transferfenster 2, genau, und Transferfenster 3 geht noch nicht derzeit. Na, oder? Doch, scheint doch irgendwie zu gehen, aber egal. Egal, ich weiß sowieso nicht, wen ich mir hiervon holen soll. Ich wäre jetzt einfach immer auf einen bieten, oder? Ich habe jetzt hier eigentlich keinen richtigen Plan im Event, muss ich ganz ehrlich sagen. Corona, könnte man drauf bieten. Early könnte man drauf bieten. Ich kann mein Glück mal probieren bei Eriksen. Da wird sowieso nichts, oder? Achso, geht noch gar nicht. Lol, Transferfenster 2 geht noch gar nicht. Aber wieso geht dann Transferfenster 1? Krass. Hä, wieso kann ich hier nicht bieten? Hä? Was ist das hier? Wieso kann ich hier nicht bieten? Hä? Ich habe doch genügend Punkte. Ich habe doch genügend Punkte, was soll denn das? Ja, aber hier geht's bei Manolas, oder was? Krass. Na gut, dann biete ich halt bei Manolas, oder was? Das ist komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Oder nein, ich warte lieber nochmal. Dann warte ich lieber nochmal, Leute. Ja, weil ich würde schon ganz gern bei Eriksen mal ein bisschen rumbieten. Bin ich jetzt ganz ehrlich hier. Ganz ehrlich, ich will eher Eriksen als Manolas. Aber ja, die Chance, sie zu kriegen, ist so gering, weil es einfach, ja, weil einfach so, ich weiß nicht, ich glaube 2% oder so, dass er direkt annimmt. Egal, ich werde probieren. Ich werde probieren, wenn es gehen soll. Ich hoffe, EA fixt das mal. Das ist bestimmt wieder irgend so ein Bug, den EA reinbaut und dann klappt gar nichts mehr. So, hauen wir jetzt hier noch was raus. Dann kriege ich nämlich nochmal einen Lucas Verissimo, Leute. Let's go. Der kann auch mal rein ins Team, Leute. Sehr, sehr geil. Nehme ich natürlich mit. Und ja, let's go. Komm. Ein 84-Plus-Spieler gibt es natürlich auch nochmal oben drauf. Ich hoffe mal, es ist ein guter. Ich hoffe mal was Gutes. Denn, ja, oder ein 84er halt. Es ist safe ein 84er. Gönn. Gönn EA. Gönn einen guten. Es ist wieder Ulreich. Es ist wieder Ulreich. Back-to-back Ulreich. Wie im letzten Video hier. Wie im letzten Pack-Opening-Video. Es ist wieder Ulreich. Aber dafür noch Lucas Verissimo. Okay, nehme ich mit. Ist geil. Der kommt noch mit in meine Innenverteidigung rein. Let's go. Ah, schön. Mit Walkout-Animation. Oh mein Gott. Brasilien. Pelé. Boah, so geil, geil, let's go, Alter. Es sieht geil aus. Es sieht wirklich geil aus. Nehme ich mir jetzt 8,9 Millionen sogar noch. Krass, aber ich muss ihn sogar spielen. Weil der ganz gut eigentlich reinpasst in mein Team. Ich hoffe doch, mit der Chemie geht das. Aber jetzt bei Van Dijk ist es ja eigentlich auch. Ja, 109, Leute, let's go. Und die Chemie ist geil. Alles super. Und Van Dijk kann ich dann auch schon verkaufen. Sehr nice. Das heißt, jetzt kann ich ja mal ihm noch ein paar Ränge draufballern. Sehr nice. Also das ist wirklich gut. Jetzt kann ich mal hier Spieler Van Dijk. Wo ist er? Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk. Da ist Van Dijk. Trainieren. Übertragen. Und jetzt kann ich hier die Ränge auf Verissimo hauen. Freischalten. Reinballern. 284 Punkte. Let's go. Das heißt, der ist auf 96, Alter, wow. Und 109er Gesamtbewertung auch am Start. Sehr, sehr wild. Leute, das ist nochmal ein Team hier. Das ist nochmal ein Team mit der Innenverteidigung. Da bin ich jetzt auch konkurrenzfähig, oder? Was sagt ihr, Leute? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich bin konkurrenzfähig. So, und was machen wir jetzt mit dem Ehrenbruder Van Dijk? Der wird wahrscheinlich noch steigen, oder? Der wird noch steigen, so wie ich das kenne. Ja, der wird noch steigen, genau. Weil jetzt kam ja erstmal noch die Saisonbelohnung und so. Da werde ich noch mal ein bisschen warten mit ihm. Aber geil, 109 ist sehr, sehr wild, Leute. Okay, ich denke mal, das soll es auch gewesen sein vom heutigen Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns demnächst wieder. Und ja, tägliche Videos. Let's go. Donnerstag Livestream. Bis zum nächsten Mal und tschüss.